Test, Test, Test. Perfekt, sind wir soweit. Jo Leute, ich bin's, euer Michel. Wir sind heute bei einer neuen Sendung Trash Talk mit Schuss und wir gucken uns heute ein REACTION-Video an und da geht es um meine Zukunft. Es geht um deine Zukunft. Es geht um unsere Zukunft. Wir wollen studieren und gucken uns die duale Hochschule Baden-Württemberg an. MKW, Medien- und Kommunikationswirtschaft. Das hört sich cool an. Wir haben ein Match. Michel Feed MKW. Lass uns reingehen. Okay, nice Intro. Die duale Hochschule Baden-Württemberg hat die Neuzeit geprägt. Was für eine Neuzeit? Entdeckung Amerika, Thomas Edison, der Computer und als Viertes kommt dann die duale Hochschule Baden-Württemberg. Oh Mann. Also wenn es schon so geht, losgeht, ich wette mit euch um 50 Euro. Gleich kommt noch so ein total witziges und verrücktes Wort. Zusammen mit unseren Partnerunternehmen bilden wir ein starkes Bildungstandem. Was ist denn ein Bildungstandem? Ey Jungs, wer Bock hat, morgen mit mir und meinem Bildungstandem zur Dualen Hochschule Baden-Württemberg zu fahren, schreibt's in die Kommentare, ich hab richtig Bock auf den Trip. Hier Theorie, dort Praxis. Okay, aber das hört sich eigentlich ganz cool an, hier Theorie, dort Praxis. Nee, ich dachte immer à la Bushido, ne, das geht nicht irgendwie, aber wir müssen uns entscheiden zwischen Theorie und Praxis. In der Theorie wollen wir was verändern, aber wie? In der Praxis geht meistens alles schief. Wir sind die DHBW Ravensburg. Der Studiengang Medien- und Kommunikationswirtschaft ist zeitgemäß. Wir stellen uns den Herausforderungen der modernen Welt. Unsere Studierenden, die Dichter und Denker von morgen. Dichter und Denker von morgen? Wer hat sich denn das einfallen lassen? Das sind Studierende, vielleicht Dichter, dann Trichter, aber sonst, okay. Aber ich find's cool, gefällt mir. Deine Zukunft ist unser Auftrag. Real Talk. Das Persönliche, das schätze ich echt richtig und das ist auch wichtig, weil eine Hochschule ohne Studierende ist nur ein Haus. Aber Studierende ohne Hochschule sind immer noch Menschen. Oder ging das Zitat anders? Naja, egal. Das Besondere am Studiengang. Wir verbinden Neues mit Altem. Auf der einen Seite die Grundlagen der BWL. Und auf der anderen Seite die modernen Inhalte der Medien- und Kommunikationsbranche. Was ich besonders cool finde. Die kleinen Kurse, das Miteinander. Und die Nähe zu den Dozentinnen. Aber Dozentinnen finde ich gut. Die gendern hier wenigstens. Und kann ja nicht jeder. Grüße gehen raus an Friedrich Merz und die CDU. Küsschen. Die Vorlesungen sind interessant und abwechslungsreich. Wir kombinieren VWL, Psychologie und Gestaltung. Besonderer Clou im Studiengang, das Zentrum für empirische Kommunikationsforschung. Wir erforschen in unserem innovativen Teststudio die Trends der Zukunft. Das bin ich. Hashtag Deepfake, was soll das? Naja. Die Stadt Ravensburg? Irgendwie süß, idyllisch. Ja. Einfach zum Verlieben. Oh, wie süß. Du bist der ganze Stolz Oberschwabens. Ey, das haben sie ganz nah am Bodensee. Für dich bleiben wir sogar am Wochenende hier. Ich habe gerade mal gegoogelt. Ich würde auch am Wochenende hier bleiben, weil wisst ihr, wie viele ICEs sie in Ravensburg halten? Null. Zero. Zero Züge. Würde ich es mir auch schön trinken. Ravensburg? Eine super süße Kleinstadt. Ja, sah süß aus. Die Nähe zum Bodensee und zu den Bergen. Eine Studentenstadt mit allem, was man sich wünscht. Die Studifeten sind legendär, denn es sind unsere Partys. Aus Kommilitonen werden Freunde fürs Leben. Ich könnte noch wenig Geld, aber reich an Erfahrung. Alter, was ist das denn für ein Claimer? Wenig Geld, aber reich an Erfahrung. Ey, ganz ehrlich, ich will mal wissen, was meine Vermieterin sagt, wenn ich am Ende des Monats meine Miete mit Erfahrung bezahlen will. Super Spruch. Müssen wir merken. Das sind wir. Unser Studiengang ist zukunftsorientiert. Ist gut für die Zukunft. Ein Studiengang, der für Innovation, Entfaltung und irgendwas mit Medien steht. Ein Studiengang für die Dichter und Denker von morgen. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber diese Dichter und Denker von morgen finde ich schon richtig cool. Und ich übe jetzt schon mal ein bisschen, ob ich das Zeug dafür habe. Dichter von morgen. Das läuft ja noch nicht so gut. Aber ich übe ein bisschen, gehe mich jetzt einschreiben. Wir sehen uns im Sommer. Bis dahin.